Hallo, mein Name ist Gamero und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom FIFA 17 Karrieremodus mit dem 1. FC Köln. Heute spielen wir das Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Ich habe mal ein bisschen die Zeit zwischen den Folgen genutzt und habe ein bisschen rumsortiert und eine Mannschaft gefunden, die mir eigentlich ganz gut gefällt und ja, die wir eigentlich benutzen können. Ich denke mal, dass wir Lehmann aber trotzdem statt Sané mal auf die Bank packen, weil schwierig. Wir haben ein bisschen rotiert, sodass ein paar Jungs sich ein bisschen erholen können. Osako und Höger, ja, und Subotić können ein bisschen Erholung gebrauchen. Dafür sind jetzt Merino, Jojic dabei, Risse ist wieder am Start, Gnabry ist wieder am Start. Ich denke mal, wir können uns trotzdem mit dieser Mannschaft sehen lassen. Sörensen und Heinz werden die Innenverteidigung machen. Rausch jetzt wieder links, weil mir Mladenovic tatsächlich nicht so gefallen hat. Olkowski hat auch zwar auch Fehler gemacht, aber ich denke mal, die waren jetzt nicht so, ja doch, die waren eigentlich schon sehr haarsträubend. Der hat das 1-0 verursacht. Naja, heute geht es auf jeden Fall gegen Borussia Mönchengladbach. Aktuell ist Borussia Mönchengladbach auf dem 2. Platz. Wenn sie gewinnen, dann kommen sie wieder an die Bayern ran, beziehungsweise an den Bayern sogar vorbei. Aber auch wir können tatsächlich ein bisschen hochkommen. Wenn wir gegen Gladbach gewinnen, dann kommen wir auf den 2. Platz. Je nachdem, wie hoch wir gegen Gladbach gewinnen. Aber ich glaube, ein 14-0 wird eher schwierig. Nee, eigentlich reicht ein 7-0, weil die kriegen ja Minus-Tore. Also ein 7-0 würde reichen, kriegen sie gar nicht. Nee. Wenn, dann müssen wir 14-0 gegen Gladbach gewinnen. Weil es gibt ja immer noch die Bayern, die dann punktgleich sind. Ach Gott, es wird auf jeden Fall ein spannendes Match gegen Gladbach. Sagen wir es mal so, wir können auf jeden Fall an Gladbach vorbeiziehen. Das sollte auf jeden Fall das große Ziel sein. Wir wollen natürlich die Macht am Rhein sein. Wir wollen natürlich, der beste Verein am Rhein sein. Aktuell sind wir es nicht, weil Gladbach schon vor uns ist. Aber mit einem Sieg würde das auf jeden Fall hinhauen. Und das sollte das große Ziel sein. Weiterhin haben wir natürlich mit einem Sieg dann bessere Karten, um europäisch uns zu platzieren. Am besten wäre natürlich Champions League. Europäisch generell glaube ich schon, dass wir es hinkriegen. Wir haben jetzt aktuell 6 Punkte Vorsprung auf Bayern 04 und ganze 15 Punkte Vorsprung auf Mainz 05. Also gehe ich immer stark davon aus, dass wir es eigentlich schon geschafft haben, uns für zumindest den UEFA-Pokal zu qualifizieren. Der Rest ist natürlich dann, Glück vielleicht. Vielleicht auch ein bisschen Konzentration und so. Ich denke mal, wir können es erreichen, tatsächlich nächstes Jahr in der Champions League zu spielen. Und das wäre ein ganz, ganz krasser Weg, den wir da beschreiten. Das wäre schon echt geil. Aber wir wollen nicht zu lange träumen. Wir müssen auf jeden Fall gute Leistungen abliefern. Und das muss auf jeden Fall gegen Gladbach sein. Und wir spielen zu Hause gegen Gladbach. Bis gleich. Herzlich willkommen in Müngersdorf, im Müngersdorfer Stadion bzw. Rhein-Energie-Stadion zum Derby. 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach. Es regnet mal wieder, leider. Das verspricht also Kampf gegen den Erzrivalen vom 1. FC Köln. Tja, spannendes Match wird es auf jeden Fall sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Vor allem, ja, die Ausgangslage in der Tabelle wird natürlich viel dazu beitragen, dass es hier ein sehr, sehr wichtiges Match sein wird gegen Gladbach. Tja, wir können mit einem Sieg an Gladbach vorbeiziehen und das sollte natürlich das große Ziel sein, was wir hier verfolgen. Ich bin mal gespannt, ob wir das irgendwie in irgendeiner Form reißen können und erreichen können. Das wäre schon ziemlich schön. Unser Captain ist heute Frederik Sørensen. Naja, hätte ich mal umstellen sollen, aber ist auch egal, wer jetzt der Kapitän ist. Wir wollen gemeinschaftlich hier gewinnen und gemeinschaftlich meine ich diese Mannschaft, die heute gewinnen werden kann und werden und soll und hier und da. Bis hier. Born, Rausch, Heinz, Sørensen, Olkowski, Merino, Jojic, Frei, Bittenkurt, Risse, Gnabry. So heißen die Jungs, die heute gegen den Erzrivalen vom Niederrhein gewinnen müssen. Hier sehen wir schon ein paar Spielerchen von Gladbach, die sehr, sehr interessant sind. Einmal den lieben Raphael und einmal den lieben Hahn. Wir gucken uns aber genau an, wie denn die lieben Jungs spielen. Jan Sommer ist im Tor. Christensen, Westergaard und Süle in der Dreierkette. Johnson, Kramer, Stindl, Dahoud, Hermann, Raphael und André Hahn im Sturm. So sieht's aus. Also ein Top-Team hat Gladbach durchaus. Süle haben sie gekauft von Hoffenheim. Der wird natürlich die Mannschaft durchaus verstärken können. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und hier sehen wir auch schon die Ausgangslage. Der Zweite spielt heute gegen den Dritten. Also super Ausgangslage. Und ja, beste Voraussetzung für ein grandioses, ein gutes Match. Ein wichtiges Match, definitiv. Und ich denke, wir gehen jetzt los und zeigen,
den Gladbachern, wer hier im Haus ist und wie man Fußball spielt. Hoffe ich mal natürlich. Aber wir wollen natürlich erstmal sicher stehen, ganz klar. Und das stehen wir schon mal nicht. Das war schon mal super schlecht, aber Merino kämpft und kämpft. Merino eine super Verpflichtung bisher. Also der gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, das wird auch so bleiben. Bittencourt, sehr schöner Ball auf Gnabry. Jetzt müssen wir ein bisschen hier durchkommen. Ah, Vestergaard steht goldrichtig. Und Hermann. Wir wollen natürlich versuchen, so gut wie möglich die Gladbacher aus unserem Strafraum fernzuhalten. Ob das immer so klappt, das ist natürlich, sei mal dahingestellt. Wir wollen aber auf jeden Fall so wenig Möglichkeiten und Chancen zulassen, wie es nur geht. Olkowski hat wieder Probleme hier mit Johnson. Hahn und Johnson wieder. Johnson gegen Olkowski. Schöner Ball auf Dahoud. Der hat jetzt sehr viel Platz. Sehr viel Platz. Kämpft sich hier durch. Gut geblockt. Und die nächste Möglichkeit. Nein. Rausch. Schön geklärt. So, jetzt der Konter. Vielleicht für den ersten FC Köln. Das wäre wichtig, wenn hier der Konter durchgehen würde. Risse. Ach, das war schlampiger Ball. Das war ein richtig schlampiger Ball. Hätte viel besser gespielt werden müssen. Das wäre die Chance gewesen, hier einen richtig guten Konter zu setzen. Wir sind ja eigentlich so konterstark. Das war stark von Risse. Risse. Nah an der Grenze zum Foul, aber es war noch in Ordnung. Aber was Bittencourt hier gespielt hat, das war unfassbar. Das war nicht so gut. Hahn. Und wieder gut geholt. Also das zentraldefensive Mittelfeld funktioniert aktuell. Gnabry. Gnabry. Oh. Wird gut gestört, sodass er nicht rüberpassen kann zu Bittencourt, der komplett frei war. Also wir machen schon Druck im zentraldefensiven Mittelfeld, sodass Gladbach nicht in Ruhe aufbauen kann. Das ist, denke ich mal, wichtig. Gnabry, schön geholt. Ah, aber wird sofort gestört. Habt ihr es gesehen? Sofort drei Leute, die da sind. Merino, sehr stark. Merino und Johnson. Aber wir kriegen wenigstens den Einwurf. Komm her. Sehr schön. Merino. Merino jetzt vielleicht mit der Flanke. Oh, die Flanke kommt sogar. Gnabry. Oh, Riesenchance. Er ist natürlich kein Kopfballgott. Er ist auch winzig klein. Aber das hat er sehr gut gemacht. Gegen den deutlich größeren Süle war das, glaube ich. Also die erste große Möglichkeit für den ersten FC Köln. Das war doch schon mal gar nicht so schlecht. Bittencourt. Sehr schön gemacht. Jojic. Ah, verliert den Ball. In der Situation ist das natürlich sehr tragisch, wenn man hier den Ball verliert. Oh, das war ein guter Ball auf Raphael. Raphael, setzt er sich gut? Boah, er setzt sich gut durch und dann der Schuss war sehr gefährlich. Fast wäre Horn nicht dran gekommen. Wir haben uns bewusst dazu entschieden, dass wir Subotić heute draußen lassen. Der ist eigentlich der Fels in der Brandung, ist aber allerdings ein bisschen langsam. Deswegen ist es gegen die schnellen Gladbacher vielleicht besser, wenn er außen vor bleibt und dafür Sörensen das Spiel übernimmt. Sehr schöner Ball auf Jojic. Jojic kann vielleicht was reißen. Oh, die kommt sogar ganz gut. Und Gnabry kommt nicht hin. Schade. Wäre eine gute Chance gewesen. Auch wieder fast die Kopfballmöglichkeit für Gnabry. Also bisher läuft er sich ganz gut frei. Selbst wenn er winzig ist. Bittencourt. Ah, schade. Und sehr schön geholt von Merino. Merino gefällt mir sehr gut. Und oh, der Pass, schade. Habt ihr es gesehen, wie frei Gnabry gewesen wäre? Das wäre fantastisch gewesen, dieser Spielzug. Und wieder geklärt. Risse, sehr schön. Bittencourt. Oh. Also es ist wieder das gleiche Problem. Die letzten Pässe funktionieren nicht. Wir versuchen viel, wir schaffen viel. Aber dann so das Glück fehlt dann an manchen Ecken. Natürlich haben sich die Mannschaften auch langsam auf den ersten FC Köln eingestellt und wissen, wie der erste FC Köln spielt. Das sollte klar sein. Oh, Jojic holt sich noch die Pille. Verliert sie aber sofort wieder. Das war ein bisschen träge von ihm. Und jetzt natürlich die große Chance für Gladbach und Kramer. 38 Minuten und es ist eine sehr packende Partie. Beide Mannschaften haben die Möglichkeiten, hier was zu reißen. Bisher genutzt hat es keiner. Dahoud, sehr stark gemacht. Johnson. Oh, oh, oh. Christensen klärt erstmal. Und es wird gepfiffen. Naja. Naja, naja.
So, Freistoß jetzt erstmal für Gladbach. Kramer. Ja, ganz souverän eigentlich. Stendl. Oh, Stendl gegen Merino. Kriegt sogar noch den Ball. Kann den Ball noch klären, aber wir holen uns den Ball wieder. Sehr schön gemacht. Und jetzt der schnelle Konter vielleicht. Bittencourt. Ah. Und Vestergaard relativ souverän. Also bisher können wir gegen die Verteidigung von Gladbach noch nicht viel ausrichten. Das machen die schon ganz gut. Und Sørensen. Aber auch unsere Verteidigung sitzt in den meisten Fällen. Also von daher ist das auch okay. Es kann gerne so weitergehen. Oh, starker Ball. Risse. Hat jetzt ein bisschen Platz. Aber das macht Christensen super. Und ja, klärt zum Einwurf. Wir kriegen noch nicht mal mehr den Einwurf. Wir müssen in die Kabine. 0:0 zur Halbzeit. Ein gutes, ein spannendes Spiel, definitiv. Ja, gute Möglichkeiten auf beiden Seiten. Das wird auf jeden Fall eine spannende zweite Hälfte. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir müssen ein bisschen mehr Druck machen. Wir müssen versuchen, die letzten Bälle, die letzten Pässe irgendwie an den Mann zu bringen. Und dann haben wir auf jeden Fall gute Chancen gegen Gladbach hier. Gladbach ist nicht unschlagbar. Definitiv nicht. Oh, Gnabry, das war sehr schön. Bittencourt läuft mit. Der Ball geht aber auch frei. Und oh, Kramer klärt. Super Idee von Kerim Frey. Stark gemacht. Aber Kramer, ja, eine Ecke gedankenschneller. Und das ist, nein, die Chance. Schade, große Chance für den ersten FC Köln. Es dürfte, ich weiß nicht, Heinz gewesen sein, glaube ich. Heieiei. Also wieder eine Kopfballchance gegen die Gladbacher. Obwohl wir eigentlich nicht so kopfballstark sind. Und Dahoud. Stindl. Ja. Versuchen es jetzt ein bisschen ruhiger hier mit dem Spielaufbau. Es klappt ganz gut. Oh. Und das wird wieder gepfiffen. Also ich weiß nicht. Ich weiß nicht so recht. Es wird, ist natürlich jetzt eine blöde Situation, eine blöde Position für uns. Und die große Chance, ja, aber das geht weit über ein Tor, übers Tor vorbei. Naja, also 55 Minuten gespielt. Bisher sieht es ganz gut aus für uns. Oh, das war bitter, bitter. Raphael nimmt mit der Möglichkeit am Tor vorbei. Tja, Pech gehabt, Gladbach. So. Ibrahima Traoré kommt jetzt rein für Patrick Herrmann. Herrmann hat man sehr selten gesehen, sehr wenig gesehen. Deswegen kann ich schon verstehen, wenn er hier tatsächlich rausgeht. Oh, Risse, Risse, Risse. Schöner Ball auf Jojic. Gnabry wieder auf Jojic. Und schöner Ball auf Gnabry. Süle klärt. Also das war sehr gut gespielt. Das wäre sehr gut gespielt. Schöner Gedanke. Aber leider hat es nicht so funktioniert, wie vielleicht erhofft. Bittencourt, jetzt mit der Flanke. Oh, die Flanke kommt gut. Aber Süle. Also bisher sehen wir doch eigentlich ganz gut aus gegen Gladbach. Gegen den offensichtlichen Meisterschaftskandidaten. Raphael. Ah, da kommt Jojic nicht hinterher. Der kann laufen und laufen. Und Rausch. Gut gemacht. Ich denke, wir wechseln jetzt auch. Jetzt nutzen wir die Zeit. Jojic ist schon ziemlich platt. Ich denke mal, ja, er hat es sich verdient, jetzt mal rauszukommen. Dafür nehmen wir jetzt mal Lehmann rein. Subotic, Özcan kommt jetzt für Bittencourt und Gnabry kommt auch raus. Und dafür nehmen wir mal Simon Girassi rein. Ich hoffe mal, dass Girassi jetzt ein bisschen mehr überzeugt als sonst. Wäre schon wünschenswert. Also dreimal gewechselt jetzt. Wir sind jetzt fit. Also zumindest die meisten. So, Merino. Oh. Uff, schwieriger Ball, den zu kriegen. Lehmann, das war nicht gut. Also nicht der beste Einstand hier jetzt ins Spiel für Matze Lehmann. Und die nächste Möglichkeit. Ah. Johnson. Guter Ball auf Kramer. Die Flanke kommt, Sørensen klärt. Aber Kramer kriegt wieder den Ball. Und Merino, sehr stark. So, jetzt der Konter. Vielleicht für den ersten FC Köln. Sehr schön, auf Özcan. Kerim Frey, guter Ball auf Girassi, der nimmt ihn sehr gut an, aber Christensen ist dann doch ein Tick schneller und hat den Ball am Fuß. Ärgerlich für den ersten FC Köln. Aber das sind doch die Chancen, die wir brauchen hier. Ah, wieder gut geklärt von Kramer.
Janschke kommt währenddessen für Süle. Das könnte ein Vorteil sein. Guter Ball. Aber Sommer kommt raus. Klärt. Wir könnten jetzt ein bisschen offensiver vielleicht gehen. Bisher habe ich so das Gefühl, dass wir jetzt Druck machen. Dass wir jetzt gut Druck machen. Uiuiui. Das war nicht so souverän von Vestergaard. Risse. Jetzt mit der Flanke. Oh. Aber die waren nicht gut genug. Schade. Also ein paar Minuten haben wir noch. 15 Minuten haben wir noch. Bisher sieht es so aus, als würden wir jetzt den Druck erhöhen können. Özcan. Schade. Stindl. Janschke. Mann, Mann, Mann. Also es kann jetzt gerade echt eng werden. Jetzt ein schneller Konter von Gladbach und dann sind wir, ja, wirklich am Arsch gerade. Wir stehen sehr, sehr hoch. Aber das wollen wir auch. Özcan, sehr schön gemacht. Merino, guter Ball auf Guirassy. Guirassy, schön auf Özcan wieder. Ah, und wieder geklärt. Also, sie sind da. Sie sind da, die Gladbacher. Aber auch wir sind da. Jetzt, gib Gas. Guirassy wieder. Schöner Ball. Schön. Auf. Ah, Özcan war im Abseits. Das ist ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Das wäre sonst die Chance gewesen. Janschke muss wieder ins Ausklären. Also, wir machen Druck. Wir machen richtig Druck. Und Gladbach wird ein bisschen nervös. Sehr schön auf Merino. Merino. Vielleicht jetzt mit der Flanke. Nein. Sehr schöner Ball. Özcan. Und es ist ein bisschen fahrig hier. Schade. Gladbach kommt hier nicht mehr aus der eigenen Hälfte raus. Was ein bisschen schwach ist für einen Meisterschaftskandidaten. Aber sie versuchen die Zeit jetzt runterzuspielen. Ein Unentschieden wäre für Gladbach auf jeden Fall wichtiger als für den ersten FC Köln. Oh, das war gut auf Traoré. Traoré hat jetzt die Möglichkeit. Und eigentlich gut geklärt, aber da prallt der Ball ab. Wir haben nur noch anderthalb Minuten und der Ball ist bei Gladbach in den Reihen. Rausch klärt wieder nur zum Einwurf. Ich glaube, wir haben keine Chance mehr. Rausch, wieder gut geklärt und wieder abgeprallt von uns. Ärgerlich. Janschke. Und Gladbach hat es gut runtergespielt. 0:0 ist das Endergebnis. Damit können wir eigentlich nicht zufrieden sein. Wir können damit eigentlich nicht zufrieden sein. Wir hatten hier den Sieg auf dem Fuß. Ja, nur ein bisschen hat das Glück gefehlt, leider. Das ist natürlich richtig, richtig schade. Wir hatten so einige gute Chancen, natürlich Gladbach auch, aber ich glaube, die besseren Chancen hatten dann letztendlich doch wir. Obwohl zwei Schüsse, nee, das kann irgendwie nicht hinkommen. Dann wurden die Kopfbälle, glaube ich, nicht gezählt oder so, weil die waren schon ziemlich gefährlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem von Serge Gnabry, die zwei Kopfbälle, die waren schon nicht von schlechten Eltern. Naja. So ist das halt. Wir haben nur 0:0 gespielt. Damit sichern wir uns natürlich den Platz auf Platz 3. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ja, wir kommen ein bisschen in Verlegenheit, was die ersten Plätze angeht. Aber wir haben trotzdem ein bisschen den Abstand gehalten zu Wolfsburg und Schalke. Das heißt, wir haben immer noch die Möglichkeit, uns für die Champions League zu qualifizieren. Und mittlerweile würde ich fast sagen, wäre es schon ziemlich enttäuschend, wenn wir es nicht schaffen, uns für die Champions League zu qualifizieren und nur die europäischen Plätze, also den Europapokal kriegen. Das wäre ein bisschen doof. Naja, wir trainieren nochmal mit Heinz, Gnabry, Merino, Özcan und Eggestein. Mal gucken, was die Jungs so bringen und ob sie sich irgendwie ein bisschen pushen können. Das wäre schon ziemlich schön. Heinz hat sich auf die 80 gepusht. Ja, das ist doch geil. Das ist doch richtig nice. Merino ist auch kurz vor der 79. Das ist auch... Oh, Heinz hat sich auch noch richtig, richtig weit auf die 81 bewegt. Das gefällt mir doch. So, das nächste Spiel müssen wir gleich mal schauen. Ich denke mal, dass wir jetzt erstmal ein bisschen weiter simulieren. Das nächste Spiel wird gegen Augsburg sein. Wir machen mal ganz kurz Simulationsstopp, dass wir auch die Pressekonferenz mitnehmen können. Und wir werden jetzt mal, denke ich mal, Augsburg verunsichern. Einfach so, weil wir es können. So, Spieler ist auskuriert. Jonas Hector kommt wieder, ja Gott sei Dank. Jonas Hector ist auf jeden Fall ein wichtiger Baustein für uns gewesen. Der hat uns in den letzten Spielen jetzt echt gefehlt. Gut, dass er wieder da ist. Augsburg ist im Moment auf dem 9. Platz. Naja, gut.
Die werden nicht mehr wirklich viel erreichen können in dieser Saison. Deswegen wird es vielleicht ein bisschen einfacher für uns, wenn sie jetzt auch noch verunsichert sind. Das wäre schon ziemlich schön. Meine Entscheidung, Timo Horn. Ei, ich will das gar nicht sehen. Wie bereits zu Beginn der Saison ist das Stärken unserer Marke ein wichtiges Ziel. Wir haben blablabla im Auge, ja, ja, okay. Finanzielle Wachstum, blablabla, bla, bla, wichtiges Ziel, ja, ja, okay. So, meine Entscheidung. Das wird Sie jetzt vielleicht überraschen nach all den Pressemeldungen, aber ich habe entschieden, dass ich hier Fußball spielen will und deshalb den Verein nicht verlasse. Wow! Okay, krass! Nice! Timo Horn will den Verein nicht verlassen. Und ja, das überrascht mich tatsächlich. Also nach all den ganzen Pressemeldungen und nachdem er selber gesagt hat, dass er am Überlegen ist, hat er jetzt eindeutig bekannt, ja, ich möchte beim 1. FC Köln bleiben, ich möchte mit dir als Trainer ein bisschen was aufbauen und das ist natürlich richtig, richtig geil, das freut mich ungemein. Ich verstehe das eigentlich nicht, wenn ich ganz ehrlich bin, verstehe ich das nicht, weil er ist jetzt fast so gut wie Manuel Neuer jetzt mittlerweile, ne, also kann man nicht unbedingt nachvollziehen, aber wenn er es so will, finde ich cool und vielleicht kriegen wir es ja hin, um ihn herum eine gute Mannschaft aufzubauen. Das fände ich ziemlich geil. Besonders wenn wir uns jetzt für die Champions League qualifizieren sollten, dann haben wir auf jeden Fall alle Chancen, irgendwas zu reißen. Also von daher bin ich da schon echt froh. Und ja, gut, das nächste Spiel in der nächsten Folge wird dann gegen den FC Augsburg sein, wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ich sehe schon, die Bayern und Gladbach haben gewonnen, das heißt, wir müssen auf jeden Fall nachziehen. Auch Schalke hat nur einen Punkt geholt. Wolfsburg spielt noch. Eieiei, auf jeden Fall, wenn Wolfsburg gewinnt, dann haben sie 52 Punkte. Wir müssen auf jeden Fall nachlegen. Also Wolfsburg und Schalke kommen hart ran. Und das wäre ein bisschen blöd. Da müssen wir natürlich denen auf jeden Fall den Wind aus den Segeln nehmen und definitiv jetzt erstmal gewinnen gegen Augsburg. Das sollte auf jeden Fall das große Ziel sein in der nächsten Folge. Und ja, diese Folge ist damit beendet. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht es gut und ciao. Just let me on. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me out. Fuck all that shit, just let me go.